Ja, lieber Herr Präsident, meine geschätzten Kolleginnen und Kollegen, wenn man in diesen Tagen, aber auch schon seit einigen Jahren unterwegs ist in dem wohlhabenden Land, in dem wir leben, in Deutschland und auch in Nordrhein-Westfalen, dann trifft man nicht nur die Leistungsträger und die Wohlhabenden, sondern man trifft zunehmend auch auf Menschen, denen es eben nicht gut geht. Und egal, ob man den Armutsbericht der Bundesregierung oder den Sozialbericht NRW aufschlägt, diese auseinanderklaffende Schere, die kann man auch tatsächlich in Zahlen fassen. In Nordrhein-Westfalen, und das ist übrigens ein Trend, um das auch gleich vorweg zu sagen, den kann man bundesweit auf andere Regionen genauso übertragen, gibt es rund 1,7 Millionen Menschen, die bereits überschuldet sind. Und Armut, eben nicht genug im Portemonnaie zu haben, ist der Beginn einer Spirale, die dann häufig zu Schulden führt und die dann hinterher auch in die Privatinsolvenz mündet. Und hier gute Strukturen zu haben und die Menschen zu beraten, ist ganz, ganz wichtig. Ich will das auch noch mal an zwei Beispielen wichtig machen, um wen es da auch geht, weil wir das eben auch oft verdrängen. Wir haben da unsere typischen Fälle von den Menschen, die auf Transferleistungen angewiesen sind, vor Augen. Aber das setzt viel früher an und es sind ganz andere Leute. Als Verbraucherpolitiker kennt man natürlich auch die Zahlen, die dann die Verbraucherberatung, die ja einen Teil der bisherigen Beratung übernimmt, einem dann auch immer wieder schildern, oder man kennt es aus persönlicher Anschauung. Viele Menschen wissen eben nicht, dass 40% der Rentnerinnen und Rentner in Nordrhein-Westfalen, also im Westen Deutschlands, mit Renten von unter 450 Euro klarkommen müssen. Übrigens, unserer Mutter auch. Der zweite, ja, das mit der Mütterrente ist eben so ein Ding. Das ist eben ein Tropfen auf den heißen Stein. Das ist vielleicht nicht falsch, aber die Armut geht viel, viel weiter und geht viel, viel tiefer. Und ich kann zumindest sagen, ich habe fast jede Woche Gespräche mit Frauen genau aus dieser Alterskategorie. Zweiter Punkt. Viele junge Menschen, die sich aufmachen und dann eine Ausbildung machen oder dann anschließend vielleicht sogar noch eine Weiterqualifizierung, ein Studium machen, die sind einem Wohnungsmarkt gegenüber konfrontiert, die müssen viele Kosten aufwenden und die sind dann ganz häufig auch in der Verbraucherberatung, weil die sich sozusagen auch schon für die Weiterqualifizierung, für den Meister oder eben auch für das Studium verschulden. Die nehmen einen Kredit auf. Und in dem Kleingedruckten steht dann natürlich auch, da kann man sagen, ja, hätte es besser lesen müssen, aber in dem Kleingedruckten steht dann eben auch, dass man sehr schnell eben dann auch diese Schulden auch wieder zurückzahlen muss. Auch das ist eine Schuldenfalle und eine Insolvenzfalle. Und verehrte Kolleginnen und Kollegen von der FDP, weil Sie ja so ein großer Freund von sogenannten nachgelagerten Studiengebühren sind und das ja in diesem Wahlkampf auch zu einem Markenkern der FDP, zu einem marktradikalen Markenkern erklärt haben, Genau das ist einer der Punkte, die zu Verschuldung führt und eben auch die Menschen in die Privatinsolvenz treibt. Und darum sagen wir auch an dieser Stelle noch mal ganz deutlich, auch da wollen wir lieber die Ursachen bekämpfen und diese nachgelagerten Studiengebühren erst gar nicht wieder einführen. Armut und Verschuldung führt zu sozialer Destabilisierung. Und deswegen brauchen die Menschen eine bessere Beratung und sie brauchen ein flächendeckendes Netz. Wir wollen mit diesem Antrag klarmachen, wir wollen die Beratungsstrukturen, die es in Nordrhein-Westfalen gibt, flächendeckend zusammenführen. Wir wollen, dass im Bereich der Schuldnerberatung aus sozialpolitischer Verantwortung an jeder Stelle im Land auch ein Ansprechpartner zur Verfügung steht, also ein landesweites Netz hier schaffen. Und wir Grünen haben uns im Übrigen auch besonders dafür stark gemacht, dass das eine kostenlose Beratung ist, nicht nur für die Menschen aus SGB II, sondern eben für alle Menschen, weil ich habe eben auch die Gruppe derer, die auf dem Weg in die Verarmung sind, beschrieben. Auch für die ist es wichtig, dass das eine kostenlose Beratung ist. Es müssen klare Zuständigkeiten da sein und klare Verantwortlichkeiten. Ein allgemein anerkannter Bedarfsschlüssel für ein bedarfdeckendes Netz an Schuldner- und Insolvenzberatungsstellen muss entwickelt werden. Das bestehende System ist aus unserer Sicht nicht grundsätzlich schlecht, aber es ist an der Zeit, an der einen oder anderen Stelle zur Optimierung beizutragen. Und genau dazu dient dieser Antrag. Dazu möchte ich Sie auch bitten, diesem Antrag zuzustimmen,
damit wir dieses flächendeckende Netz auch hier etablieren können und den Menschen ein praktisches Angebot in allen Teilen des Landes machen, damit wir endlich auch einen weiteren Baustein dazu haben, die Armut in unserer Gesellschaft zu einem ganz wichtigen Thema in der politischen Debatte zu machen. Herzlichen Dank und alles Gute. Vielen Dank, Herr Markert. Für die CDU spricht